Okay, los geht's. Endlich, könnte man sagen. Wir haben zwei Command Center. Können auch Orbitals bauen. Sollten wir gleich tun. So, da werden unsere Ziele eingewendet. Alle erinnert euch dran, dass wir. Ja, ich lese das gleich vor. Nein. Erstmal die bauen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Dingens. Ich werde das gleich alles vorlesen, keine Angst. Können wir irgendwas noch erforschen hier? Gott, was wir hier alles erforschen können. Was brauchen wir? Warum habe ich eigentlich Vikings gebaut? Ja, wie gesagt, ich lese das gleich alles vor. So. Brauchen Sie gleich nochmal ein paar Barracks. So. Also. Also, erinnert euch alle dran. Sobald der Annihilator seine Schilde zurückbekommen hat, wird es wieder angreifen und eine unserer Basen zerstören wollen. Wir müssen bereit sein, wenn das soweit ist. Ich ziele auf euch. Trotz all unserer Differenzen haben wir das gleiche Ziel. Wir sollten kämpfen bis zum Ende. Der Daggerfang ist bereit. Officer, die Assault Division hat sich aufgeteilt, um die RSSI zu interzeptieren. Also, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Erinnert euch dran, wenn ihr direkten Support braucht, werde ich euch ein Squadron als temporäre Hilfe schicken. Ihr müsst uns nur rufen. In der Zwischenzeit habe ich eure Truppen mit weiteren Supplies versorgt. Ich hoffe, ihr könnt die nutzen, also mit weiteren Vorräten. So, Double Orbital. Wir brauchen sicherlich auch mehr Vikings. Das war gar nicht so schlecht, dass ich das angestoßen habe. So. Zack. Nicht genügend Mineralien. Trotzdem sollten wir immer auf 4 Medivacs zumindest gehen. Nicht genügend Upgrade bekommen. Nicht genügend Mineralien. Ja, das wird sicherlich spaßig. Oder kommt erstmal ein Angriff? So. Das war jetzt noch nicht so wild. Nein. Oh Gott. So. Mühlen. Wahrscheinlich haben wir gleich die Möglichkeit, noch mehr Basen zu nehmen. Auch wenn wir hier natürlich schon auf Two-Base sind. So, jetzt hätten wir natürlich einen Supply-Cooldown gebraucht. Haben wir nicht. Ist aber auch nicht so wild. Ich habe das Gefühl, dass es hier leicht ruckelt. Na, geht noch. Aber möglicherweise muss ich gleich nochmal einmal den StarCraft 2 Editor beenden. Okay, das ist alles noch vereint. Also ich denke, Vikings werden uns auf jeden Fall auch helfen. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall hier in den Bau geben. So, wahrscheinlich reicht das jetzt an WBFs fürs Erste. Ich meine, wir können auch Sanitäter bauen. Ich denke, dass. Nee, das ist gar nicht Sanitäter. Sanitäter ist A. Da sollten wir uns drauf einstellen, dass wir die gebrauchen können. Außerdem sollten wir natürlich auch das nächste Gas noch nehmen. Denn da brauchen wir nicht mal WBFs für. Da kommt der nächste Angriff. Alter. Hallo. Okay. You have my gratitude. Lassen wir die das mal reparieren. Was war das hier für ein Upgrade? Ich glaube, wir sollten uns mal ein zweites eBay holen.
Unsere Also ich glaube, Verbündeten hier war haben den Griff. irgendwo. Nee, das ist nur so ein Tower. Was ist das denn? Jetzt wird In jedem Fall greifen dort andere Einheiten an. Nee, keine davon. Sanitäter wollte What is ich your haben. status? Ich muss trotzdem noch einmal kurz meine Nase putzen. Okay. Entschuldigt nochmal dafür. Nicht genug Combat-Shielder brauchen wir Vespinas. natürlich auch. Nicht genug Absolut. Vespinas. Brauchen wir so wenig Gas. Nicht genug Kommt noch Vespinas. unendlich Gas hier quasi. Depots. Der Annihilator beginnt gleich sich zu bewegen. Finde ich jetzt nicht so geil. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie wir da gleich vorgehen müssen. Ob wir die dann einmalig besiegen müssen wieder oder wie das läuft. So, wir haben Stim. Leider ist Stim natürlich unglaublich weit immer weg. Greift jetzt hier die Basis an. Ach so, es geht aber nicht um die Hauptbasen oder sind das die Hauptbasen? Muss ich das jetzt verhindern? Ja, offensichtlich. Mobilisiert alle Streitkräfte. Wir müssen den Annihilator aufhalten. I understand. Mal die dazu. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kann, dass ich schon ein bisschen spät bin. Wäre nicht so geil. Okay, er hat sich, glaube ich, jetzt zurückgezogen, weil die Schilde weg sind. So, okay, damit hat sich das jetzt leider erstmal erledigt. So, da oben können wir jetzt nicht weiter angreifen, soweit ich weiß. Alter, dieser Support ist schon ganz geil, muss man sagen. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Basis, die wir uns mal gönnen sollten. So, und wir gönnen uns auf jeden Fall nochmal mehr davon, weil Vikings sind, glaube ich, echt wichtig gerade. Oh shit, habe ich gerade mal. Ja, ich habe natürlich meine Command Center geliftet. Noch was? Nein. Warum nicht hier noch dieses Skelett? Macht mir ein bisschen Angst. So. Einen neuen Bunker. Ein bisschen mehr Air Support. Und dann gehen wir jetzt hier wieder hin. Oh, wir haben hier unsere Tech-Reaktoren verloren. Wir gehen noch nie nach unten. Das ist ärgerlich. Ausladen. Aber was war das eigentlich mit dem Upgrade? Vielleicht brauchen wir das lieber. Hier kann ich nicht bauen. Please continue. I understand. Können wir das da nicht Reeves und Co. reingehen? Doch, natürlich. So, denn da sollen eigentlich nur unsere normalen Truppen hin. So, und ich würde jetzt ganz gerne hier gucken, dass wir hier ein bisschen auf jeden Fall mal Mule. Vielleicht hier vorne die Einheiten nochmal eben töten. So, es dauert noch ein bisschen, bis die Division wieder gerufen werden kann. 5:30 ist natürlich ganz schön lang. Aber gut. Oh shit.
Okay, Rückzug. What is your status? Okay, wir gönnen uns noch ein paar Medivacs dazu. Und wir sollten uns noch mehr Barracks gönnen, weil wir haben unglaublich viele Minerals. Ja, das schafft ihr doch, oder? Ja. Nein! Nein! So, speichern nochmal. So. Es fehlt echt noch Gas. Oh, hab ich wieder irgendwas eingeladen? Nein. Alles gut. Was sind diese Tower eigentlich? Gleich gehen wir der Annihilator los. Das heißt, wir haben gerade keine Möglichkeit, entsprechend den Support anzufordern. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Aber wir haben echt viele Vikings mit plus 2 inzwischen. So, er dreht direkt wieder um. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, den so früh abzufangen. Ja, wir sollten ihn gar nicht so früh abfangen. So. What is your status? Everything is in motion to begin the final act. Offensichtlich sind die hier aber gescriptet, dass die immer wieder kommen. Nehmen wir lieber gerade erst Upgrades. Gehen wir ein bisschen was nach dort. Speichern auf jeden Fall auch nochmal. Aber dieses Early Game läuft doch eigentlich ganz gut. Da unten kommt jetzt wieder ein Angriff. So. Shit, es wurden jetzt einige unserer Depots zerstört. Mal gerade ein paar davon. Soll wohl nicht so wild sein. Auch wenn das natürlich ganz schön ins Geld jetzt gegangen ist generell, weil wir haben jetzt doch durchaus viel Production. So, wir könnten jetzt wieder einen Squadron angreifen lassen. Oh, Tanks, gar nicht gut. Das hat uns viel gekostet. Zumal auch Warhorns bei ihnen waren. Aber wir haben noch viel. Wir brauchen aber dringend noch ein bisschen Sanitäter. Oh, schon wieder ein Push von hier. Warum kommen die denn immer von hier? Okay.
Unsere Armory ist gestorben. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zwei Armories. Das ist Quatsch, weil wir haben ja schon die Upgrades aus der. Weil es so nervig ist, machen wir gerade mal das Upgrade. Oh, wir können hier über 200 drüber. Interesting. So, eigentlich müsste es jetzt wieder an der Zeit sein, dass er losrennt. Nehme ich mal an. So, Armory wird doch jetzt mal fertig hier. Auch ein 3er-Defense-Upgrade für unsere Marines. Das ist durchaus wichtig. Haben wir eigentlich ein Upgrade für die Vikings? Durchgeladen und entsichert. Vikings. Vikings. Das ist ja Quatsch, was ich hier mache. Das können wir parallel machen. So selten, dass man zwei Tech-Lefts an einem Starport hat. Ja, uns fehlen jetzt aber auch langsam die Ressourcen. Ich würde gerne auf jeden Fall noch ein bisschen Scan-Möglichkeit da lassen. Ist ein Nuke noch werfen. So. Ich hoffe jetzt, dass die hier standhalten gleich. Und wir selbst werden uns jetzt bereit machen für den Angriff. Alle hoch bitte. Er will auf die Base, okay. Wir müssen noch ein bisschen gucken, dass wir ihn ein bisschen, wie gesagt, jetzt entkommen lassen. So, und jetzt geht's mit euch los. Auf euch. Hallo. Okay, das war jetzt leider ein bisschen unglückliches Timing. Double Approach wird ein bisschen schwierig. Aber wir halten Stand. Trotzdem war das teuer. Ich weiß nicht, ob es zu teuer war. Oh Gott, wo kommen die denn jetzt noch her? Wir müssen, glaube ich, hier hin. Ich verstehe. Ihre Siege sind uns wohl bekannt, General. Wir hätten vielleicht den Assault Troop losschicken sollen. Die greifen auch hier an. Sowohl böse als auch gut. Wahrscheinlich soll das, war das nicht so geplant, dass das so war. Aber gut. Soll mir recht sein. Ich will natürlich jetzt hier die Bunker, die will ich ganz gerne hier wieder aufbauen. Ehrlich zu sein. Wäre halt eigentlich auch ganz gar nicht so schlecht gewesen, hätten wir eine Planetary gehabt. Aber das haben wir uns ja... genau, haben wir ja gesagt, wollen wir nicht. Gut. Fehler wurden begangen. Aber wird wohl okay sein. Ich würde jetzt ganz gerne dafür sorgen, dass wir hier gleich nochmal ein bisschen unsere Vikings reparieren. Da kommt wieder ein Push. So, das war schon ganz gut. Ja, mehr Sanitäter könnten wir noch gebrauchen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So, Bunker natürlich, um ein bisschen Zeit zu kaufen. So, nochmal speichern. Ach, komm schon.
Nervt die doch nicht so. So. Ja, das schafft ihr schon. Hallo, wollt ihr die mal langsam töten? Oder muss der echt jetzt hier die Assault-Truppen losschicken? Also es wäre jetzt eigentlich ganz gut, wenn wir die hier gleich mal ausschalten würden. Also ich denke, wir werden gleich auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn der ausrückt, das Assault-Team rufen. So, wir sind aber jetzt eigentlich bei einer sehr guten Supply-Zahl. Ich weiß nicht, wie viel höher als 209 wir gehen dürfen. Das wird sich dann noch zeigen, nehme ich mal an. Benötige weitere Depots. Offensichtlich nicht. Doch, dürfen wir. Wir dürfen noch ein bisschen höher auf jeden Fall gehen. Aber nicht mehr als 205. Doch, dürfen wir wohl. Should aim to reach the Annihilator's construction site. Ja, das ist unser Plan. So. Nein. Noch mehr Vikings. So, wie gesagt, wir müssen ihn wieder ein bisschen entkommen, aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall das. Rufen, damit die ihnen da helfen so ein bisschen. Alter! Tötet das! Leider nicht getötet. Ich glaube fast, wir sollten jetzt nochmal einen Rückzug anordnen. Ja, wir sollten nochmal einmal hier laden. Wir müssen den beim diesmal zerstören, sonst wird das nicht funktionieren.